du dich hineinversetzen, wie man mit nem Stigma lebt. So viele Worte von Verachtung tun echt bitter weh, und dass du häufig aneckst, lässt sich kaum verhindern, bis du anfängst, alles um dich rum mit Skepsis zu verbinden. Bist du ein Autist, dann wird nur selten dein Talent geschätzt. Es ist Alltag, dass dich nebenbei ein Mensch verlässt. Wenn du wem vertraust, dann rechne mit ner Talfahrt. Du bist ein Einzelgänger, weil du einfach keine Wahl hast. Sogar dein eigener Geburtstag ist furchtbar. Doch ich hab mir aufgeschworen, ich werd dadurch stark. Ich kämpf auch ohne ne Bestätigung von außen. Ich hab Hobbys und das sind die anderen wenig zu gebrauchen. Ich bin Atheist und das, weil man sieht, wirklich jeder hält sich für einen Gott, aber niemand hat hier alle lieb. Doch solange ich hier am Mic bleib, kann ich dir auch gerne viel erzählen über meinen Traum von Gleichheit. Wir sind doch dieselben Sterne, wenn wir in den Himmel schauen. Doch für manche ist der Horizont wohl ziemlich grau. Ich mach bei den Thesen nie Halt. Wieso wird die Norm uns weiter formen? Die Natur gibt uns die Vielfalt. Die Natur gibt uns die Regenbogenfarben und das Phänomen sei toll im Himmel. Du kannst jeden fragen, schau mal, ich mache wirklich nie Halt. Wieso wird die Norm uns weiter formen? Die Natur gibt uns die Vielfalt. Echt unglaublich, was man oberflächlich festmacht. Und mit all den negativen Folgen fühl ich mehr als nur ein Textblatt. Ständig möchte das System die Leute aussortieren. 30 Jahre Selbsterfahren, es ist echt ein Trauerspiel. Denn jemand, der hier anders ist, wird niemals toleriert. Entfacht sich da nur einmal eine Vielfalt, gibt es Krieg durch Ausgrenzung, findet häufig ohne Plan statt. Warum soll ich einen Schwulen hassen, wenn er mir doch nichts getan hat? Das ist sinnlos, der toller kann. Doch so viele hassen einen Typ, der sich nur ausspricht für Toleranz. Und was ist der Grund, ne Störung für die Norm ist, die nicht selber fragwürdig. Gibt es einen Komm, es ist im Grunde nur ein selten dummes Machtspiel, dass man gerne andere unterdrückt und ohne Reflexionen abzieht. Doch solange ich hier am Mic bleib, kann ich dir auch gerne viel erzählen über meinen Traum von Gleichheit. Wir sind doch dieselben Sterne, wenn wir in den Himmel schauen. Doch für manche ist der Horizont wohl ziemlich grau. Ich mach bei den Thesen nie Halt. Wieso will die Norm uns weiter formen? Die Natur gibt uns die Vielfalt. Die Natur gibt uns die Regenbogenfarben und das Phänomen sei toll im Himmel. Du kannst jeden fragen, schau mal, ich mache wirklich nie Halt. Wieso will die Norm uns weiter formen? Die Natur gibt uns die Vielfalt.